Und damit wieder hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Let's Play L.A. Noir mit mir, dem Skyline 100 von Team Let's Game Sport. Und ja, ich schreie am Anfang ein bisschen viel. So, aber egal. Wir müssen jetzt, wir haben jetzt mit dem Typen da geredet. Und ja, jetzt muss ich wieder anrufen. Cole Phelps, Badge 1247. How could I help, Detective? He wants a I need an address for a Gabriel Delgado. Delgado. Last known address has him living with a common law wife. 103 Hill Street, apartment 3. Thanks, really ought to take more time over the Packers, Phelps. Let's head back to the empty lot. So, wir müssen jetzt zu unserem Wagen. Und wie ihr seht, ich habe ein neues Outfit gemacht. Ja, das ging einfach hier so. Auf einmal Outfit stand da. Ganz cool. You're behind the wheel. Where are we going? Ah. Fall gescheitert, weil ich gestorben bin? Das ist jetzt Witz. Was ist das denn für eine Hodenscheiße? We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the Oh, zum Glück kann ich gleich nochmal starten, ey. Was für eine hässliche Scheiße. Weil ich einfach umgekarrt werde, weißt du? Weil, ja, hier Officer am Boden, bla, genau. Ich bin wieder schuld. Ach, ich kann doch einfach so ganz easy nach hinten gucken, oder wie? So, erstmal Dinge drehen, Alter. Das ist erstmal eine Challenge. Genau. You read the story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know. Nein! Oh, leck mir am Döner. Mann, mach die Kacke aus. Well, that's clear as mud. Third dimension with Z. So, things will be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies and color. Look what we have now. Oh, von Wald hier lang. No. Ah, komm, wir machen das mal. Major 415, 1624 West 3rd Street, 164 West 3rd Street. Alter, was ist das Gebiet? Hardcore. Also man sieht, ein bisschen können wir noch so draußen machen. What the fuck? Was war da? Die Welt einfach mal übel nachlädt, ne? Aber wie? Alter. Hart. Boah. Meine auf diese Kacke anzumachen. Kann man da immer rauf, ey, wenn das Ding sich so schwer steuern lässt, irgendwie. Einfach durch. Mann, du Lappen. Wie weit ist denn das weg? Schlappe. Wow. Slow down before someone gets hurt. Mann, ihr Lappen. INS Officer needs help. Major 415, 1624 West 3rd Street, 1624 West. Alter, war das ein Chaos. So, was ist jetzt diesmal? Finally. We're starting to think nobody would show. What have we got? The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit!
Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop your weapons. How long do you think you can hold out? Ganz schön eingesteckt. Throw out the guns. Let's move forward. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Voll in die Fresse! Shit. Shit. Oh, ups, das wollte ich gar nicht. Weapons on the ground now! Alter! Hör mit zu bolzen! Eine schießen! Oh! Fick ne fucking Uschi-Fresse! Zack, zack, Mann! Weg die Wichser! Alter! Ein Geballer, Junge! Car 11K calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Shots fired and suspects are down. Roger on the ambulance, 11K. All units be advised. Code 4 on the major 415 on West 3rd Street. Suspects are down. Mann! Was seid ihr alle für Wichser? Das pisst mich ja an, sowas, ne? Ich hasse diese NPCs, ne, die einfach so dumm zum Kacken sind. So, wir fahren jetzt dahin. Und... Jo. Sehen. Die Welt ist halt weg. Da kann ich vielleicht mal einen Cut machen oder so. Das ist total unnötig. Was ist das jetzt? Autohaus. Aha. Da müssen wir hin und wir sind da. Ach komm, wir cutten das jetzt einfach mal. Das ist doch jetzt total unnötig. Okay, Leute, bis gleich. So, meine Freunde, ich bin angekommen. Das war gar nicht mal so lange, also hätte ich auch aufnehmen können, aber lol, er fällt erstmal um. Geil. Dafür kann ich jetzt mal, du Lappen, Alter. Er fliegt ja erstmal um. So. Hier müsste es sein. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. What the hell is this guy doing? That's the cop in the newspaper. Will er? Aber wir können jetzt einfach hier so rein, ja? Schieß in den... Where do you see a number 3 marked on that door? Ach so. Ja, wo stand jetzt, dass da eine 3 ist? Also das hat die Olle vorhin wahrscheinlich gesagt. Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No.
What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Miss Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. So, wir dürfen jetzt wieder rummüffeln. So how far along are you, Anna? Ach, die Argentinier. Da könnte ich jetzt was sagen, aber ich lasse es mal lieber. Right. So how's it gonna be when you Gauchos! Ah, der Brüller! Nein, Spaß. So, im Schlafzimmer findet man immer was. Optimistic call. Unless you help us here, Anna, hey, komm, das kann voll was gut sein. Die allerdings für deine Untersuchung irrelevant oder relevant oder... Mann, jetzt hör auf da rumzufummeln. Mein Gott. So. Nothing significant. Not sure this means much. Ups. Ja, das bezahlt die Versicherung. Ah, das Auto. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Trotzdem kein neuer Hinweis. Ah, die Küche. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Okay, aber schon mal ein Hinweis. Ach, ich kann mich ja auch noch umgucken. Ich finde mal doch bestimmt irgendwas. I don't think this is going to help us. Nee. Ja, vielleicht ist ja irgendwo eine Marke, mein von meinen Wissen. Don't think this is any use to us. Ah, schau da an. Hinweis, gestohlene Räder. Und da liegt auch noch was. Circumstantial. Das hat aber nichts zu bedeuten. Was ist das da? Guck da nicht. Okay. Okay, wir haben aber die gestohlenen Räder. Das heißt, das ist ganz gut. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Da geht's auch rein. Ah, ich glaube, das gehört zu einem anderen Apartment, ne? Ja. Ah, so, mal. Tür hier wieder auf. Und ich gucke jetzt ganz kurz nochmal hier. Nee, das will ich eigentlich nicht. Jetzt hier so die Hinweise anzeigen. Nee, 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 nee. Das finde ich selbst. Ich schau mich nur hier nochmal so kurz. Really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Ja, komm, das reicht. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Oh, Leute. Das ist jetzt schwer. Strick LB. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Dumb. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Lüge. You keep lying to me,
and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Frühstückszelle lasse ich gerne mal wissen. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Maybe check out Vac, too. This punk has something stashed somewhere. I know it. Was heißt denn bei ihm jetzt hinten nachsehen? Kann ich mit der Alten nochmal reden? Ich würde gerne nochmal eins klarstellen wollen. Nö. Nee. Gabriel promised me. He promised me he would look after our baby. He's a good man. Nee, komm, komm Leute, ich schaff es. Ich finde es. Er hat irgendwas hinten versteckt. So, hinten heißt es doch im Schuppen. Da waren wir aber. So, komm, ich schaff's. Warte mal. Der Penner. Der hat hier irgendwas versteckt, ne, der Hässliche. Das sind nur die Reifen. Das sind die Reifen. Was versteckt er? Wenn nicht, muss ich die Hinweise anzeigen lassen, Leute. Tut mir zwar leid, aber... Guck mal hier! Ah! It would take a smarter man than me to connect that. Aber der Schwarze, guckt das an. Der Schwarze, der ist doch ein anderer. Diplomatic license plates. Aha, der Wichser! Okay. Neuer Hinweis, komm. Das muss es sein, Leute, komm. Ich geh jetzt wieder hoch, wenn er mich jetzt immer noch voll labert. Ich hab den Hinweis, komm. Der ist Gold wert. Ich hab's doch. What now? If Gabriel isn't here, we need to make this case without him. Look around. Find something concrete. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Anzweifel! Tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine automobiles. Der kleine Arschkopf, ne? Let's go stop these clowns and get them off the streets. So, meine Freunde, ich muss jetzt gleich ganz kurz nochmal einen Cut machen, aber nur weil ich gucken will, wie lange wir jetzt schon wieder aufnehmen. Hey, that's that cop. Seems like a decent guy. So, haben wir doch gefunden, also habe ich glatt übersehen, meine Freunde. Na egal, wir haben es geschafft. 3 von 3 sogar richtig, also wir haben die Olle richtig Zucker unter der Eier gemacht, oder sonst was. Ja. So, gut. Und jetzt machen wir noch einen ganz kurzen Cut und ich guck mal, wie lange wir aufnehmen. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Wir nehmen jetzt genau irgendwas mit 19 Minuten oder so auf. Oder 20, keine Ahnung. So in der Art halt. Und ja, jetzt geht's zum Straßenrennen. Und wir fahren erstmal dagegen. Ich wollte nochmal ein kleines bisschen was hinterlassen. Oh. So. What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cards? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of wine. Ach, leck mich. Everyone needs to let off a little steam.
Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Oops. Komm ich denn jetzt hier weg? Mal kurz auf die Karte gucken. Ein bisschen nach da hinten, das heißt... Ah, okay, ich fahr jetzt einfach rechts da runter. You know, this isn't a tank, Phelps. Quick as we shut one of these nice. Races down, Danke. Another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling the mother. I've had enough of those to last me a lifetime. Zur Seite, meine Freunde! Geh zu der Seite, du Homo! Ah, nimm mal mit! Jetzt hier zentrale Antwort. Ey, hab hier was besser zu tun, Mann. Erzählt mir nicht um den Sack. So sieht das aus, wenn das noch nicht geladen ist. Krass, wa? Ich vergesse immer die Grafik runterzustellen. Das leckt nicht. Jawohl, Vollgummi. Und zur Seite rennen. There's the red Ford, that's Delgado right there. Quick, they're getting away! Phelps, 1247, requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on the he's a mix up! Oh! Getting away! Okay. So, dich hol ich mir. Entwisch mir nicht so. Boah, das fühlt sich an wie bei GTA, Alter. Das ist voll krass. Dass ich jetzt endlich mal der Polizist bin. Step up, Phelps. Take him out. Der kommt mir nicht so schnell, mein Freund. Our boy. Forget the others. Jetzt hab ich dich! Lay into his wheel arches. Come on! Ja, ich war kaputt, du Spaß. Fuck. Ah, oh! Das war ein Loch, Alter! Ja, komm her! Nein, ich ramme dir die ganze Zeit! Am Arsch. Damn it, Cole, hold it steady. What? Enough games, Phelps. Take this guy out. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Fuck you, puto! You should speak to the maricón! Valdez, I showed him! Now who's a man? I should have burned his fucking car! You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Was ein Fall, meine Freunde, was ein Fall. 13 von 17? Es gab sogar noch voll viele. Okay. Fragen ist die 6 von 9. Ja, das war mit dem einen Typen da. 3 falsch oder so. Ein Notizen. Eine Audienz. Was? Mit General... Ja, mir egal.
Wir haben es geschafft und geschafft ist geschafft, meine Freunde. You have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want Liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend Liberty canceled. Two-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Lol. Okay. Das war lustig. So, guck, was hat jetzt alle? Da machen wir Cut. Ich bin noch müde, meine Freunde. What? Und tschüss, einfach wegfahren, was ein Assi. Alright, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. We got a stakeout down on 2nd later tonight. I want to make homicide. You know you made it if you can get that dead. Okay, und noch Fälle machen hier oder was? Nee. Ach, am Hauptmenü, achso. Ah ja, genau, diese heruntergeladenen Inhalte der Fälle, die werde ich auch noch aufnehmen wahrscheinlich. Aber erstmal will ich das Spiel so durchspielen. So. Ah, da steht da unser Fachzeug. Naja, trotzdem werden wir jetzt ein Päuschen machen, meine Freunde. Ah, und wieder rendern und vielleicht dann nochmal aufnehmen, wer weiß. Ich könnte auch gleich doppelt aufnehmen, aber ich mache mal so ein paar Päuschen, ja Leute. Also, ne? So, meine Freunde. Also, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Der gute Phelps oder Cole, wie auch immer er heißt. Ich glaube Cole oder Phelps oder beides. Macht jetzt auch erstmal ein Päuschen. Wird sich jetzt in sein Büro hinsetzen, wenn er überhaupt eins hat. Keine Ahnung. Und wird jetzt erstmal ein Nickerchen machen. Und dann ab zum Fall. Die Leiche kann erstmal da ein bisschen bleiben und kann dann noch ein bisschen chillen. Macht's ja eh. Und ja, Leute. Also, ne? Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.